Moin, willkommen back. Let's check it out. Celebrity speaking German. It's Mace, friendly amateur neighborhood. Canadian, best host on the West Coast, coming to you from Vancouver Island in Canada. And yeah, let's check out this video. First up, we got Donna Summer of singing fame in, what, the 80s and 90s and stuff. Yeah, this is interesting. Let's see some celebs using their... the German that they do know. And I mean, after all, English is a Germanic language, right? So there is a lot of similarities, and I still haven't gotten quite around to that video about how anyone can read German after you watch the video. Anyways, let's check it out. Lustig, jedenfalls die Kleidung und wie ich mich bewegt habe und so weiter. In München habe ich schon, und Louis Vuitton hat mich ein paar Stiefel geschickt. Also ich, das war hier, wenn ich so angekommen gestern. Ich habe viele Leute kennengelernt, die jetzt meine deutsche Familie sind. Her German is very good. Deswegen bin ich nach München gegangen, damit ich sie alle zusammenbringen können, dass wir Mahlzeit zusammen haben kann, weil ich in Deutschland bin. Bin ich nervös, weil da drüben auf dem Boden. Love Sandra, she's a great actress. Liegt meine Sprache. Okay, in was für großartigen Zeiten wir leben, weil irgendwie. I think I probably had a celebrity crush on her after Speed, the movie Speed, which we actually watched recently, and it still holds up. It's an excellent action film. And Sandra's German as well. Very nice. Wann war ich mal Kellnerin, dann war ich Putzfrau, dann war ich Diskotänzerin, dann war ich Hundefriseuse. Wer hätte gedacht, dass all diese Berufe mich eines Tages auf diese Bühne führen würden? Aber das ist das beste Beweis dafür, weil dass das Publikum heutzutage so tolerant ist, dass sogar Leute wie ich eine Chance haben. Ah, the great Sir Christopher Lee, the best, Saruman, Dracula, Count Dooku. Nein, nicht so gut. Wieso haben wir das Interview vorher auf Englisch geführt? Nein, ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Ich habe nie studiert. Ich habe nie gelernt. Woher sprechen Sie dann Deutsch? Ich habe auf Deutsch gesungen und gedreht. Meine Oma ist von ein kleiner Stadt, 2 Stunden weg von Düsseldorf. Spätzle mit Wiener Schnitzel. Meine Mutter oder Mutti? Some old clips. Mutti, ja, meine Jugend, ich habe Deutsch studiert. I'm sorry, but I don't know who Bud Spencer is. Aber ich habe alle vergessen. Warum sprichst du nicht Deutsch mit mir? Sprich Deutsch. Ja. Sprich Deutsch. Aha. Ich habe 4 Jahre in Deutsch studiert. Ah, du hast 4 Jahre Deutsch studiert. Bert, du bist wohl im Moment einer der größten Filmstars der Welt. He? Ja, ist korrekt. Ich bin fast 2 Meter. Sprechen zu viel die Leute hier in Deutschland. Zu viel. Sie müssen ein bisschen mehr Respekt für die deutsche Meinung. I'll admit, I also... he's obviously a footballer, I guess. Meister für diese Spiele. So, der Grund, sie sind in der Probleme, sie sind in der Probleme, ist nicht bei München. Wir haben unsere Ziel, unsere Arbeiter gemacht. Ist ihr Problem, nicht unser Problem. Aber wenn du hast gespielt, 3 Monate, es war ja 3 Monate mit 13, 14 Spielen. Alles ist so schön hier. Die Residenz, das Festivalhaus. Und wir sind mit einer. Just an aside on the whole speaking German thing. Yesterday, I did that first video using Duolingo to start learning some German. There were some comments that it's not a good way to learn the language or that it could actually have a negative effect on the learning outcome. However, it's probably better than nothing, and I am learning a little bit from it. So anyways, you can check out that video. Canadian guy starts to learn German. I think I titled it. It's from yesterday. Eine brasilianische Gruppe gekommen, Companhia Brasileira de Teatro. Márcio Abreu ist der Regisseur. Und wer hat uns eingeladen, war Dieter und Carmen.
Und für uns, das für mich, werde ich für mich sprechen. In diesen 6 Tagen habe ich so viel überlebt, so viel gesehen. Liebe Brüder und Schwestern, der Pope, herzlich grüße ich euch alle, die ihr an unserem Katholikentag in Leipzig teilnehmt. Ich freue mich, dass ihr in so großer Zahl gekommen seid. I don't know a ton about the Pope, but I assume you have to have a pretty good resume to be named Pope. Ihr wollt den Menschen in Leipzig. Secretary, how do you feel? So good, danke. Alles gut. What was John Kerry? He was what, the Secretary of State or something for Obama, maybe? Deine Schuhe sind fantastisch, ja? You speak very good German. Nein, ich kann nur ein bisschen Deutsch. Wie geht's? Guten Abend. Mir geht es gut. Djokovic. Sehr gut, ich freue mich, hier zu sein, heute Abend. Sehr viel. Ich bin begeistert von deinem Deutsch. Kannst du das von Boris? Ja, ich kenne auch von Boris ein bisschen, aber ich habe in Schule gelernt, deutsche Sprache. Und da habe ich in Oberschleißheim bei dem Niki Pilic Tennis Akademie gelebt für 3 oder 4 Jahre. Und so, ich habe viele Worte vergessen, aber es ist... Ich spreche Deutsch, aber nicht so viel, aber nicht schlecht. Ich kann ein bisschen sprechen. Das ist ein bisschen schwierig. Du sprichst ein bisschen Deutsch. Ein bisschen, ich verstehe. Ah, das ist super, besser als nichts. Aber wir brauchen ein bisschen mit den Leuten sprechen, weil wir haben gesagt, dass ich verstehe gar nichts. Ich verstehe nicht. Aber wir brauchen es. Gott sei Dank. Ich liebe Brasil. Ich liebe Gott und euch. Cool. Yeah, it's always interesting to see people speaking languages and when you don't expect it to. And knowing that, you know, they learned to do it. There's Feli from Germany. good stuff. Sandra Bullock, like, that's really cool. I'm going to look now and do a little research as to, like, Sandra Bullock sounded like she was speaking quite well. I'm going to do some research as to kind of the origin of their German language knowledge, as well as, like, Donna Summers. Like, DiCaprio didn't sound that confident, and they were very short clips. So, cool. All right. See you on the next one. Tschüss. Auf Wiedersehen.